herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Schön, dass du wieder bei mir vorbeischaust. In dem heutigen Video vergleichen wir das relativ neue Passoir Extrême mit dem klassischen Passoir von BDK. Der klassische BDK Passoir steht nämlich auf meiner Wunschliste und ich finde, es ist ein unglaublich schöner Duft. Und ich werde in diesem Video die Frage beantworten, ob jetzt vielleicht das Extrême stattdessen auf meiner Wunschliste steht, weil ich den besser finde oder eben nicht. Und ob es sich lohnt, beide zu haben. Wer BDK noch nicht kennt, BDK ist eine Nischenduftmarke aus Frankreich und ich finde, es ist eigentlich eine gute Nischenduftmarke, um in die Nischenwelt einzutauchen, weil die Düfte alle recht massentauglich sind und ich muss sagen, die meisten Düfte von BDK gefallen mir sehr, sehr gut und ich liebe auch die Aesthetics, also die Flakons sind alle wunderschön. Ich hoffe wirklich sehr, dass mir das Passoir am Ende besser gefällt. Ich weiß es natürlich schon, aber das verrate ich dann am Ende, weil das klassische Passoir finde ich noch ein bisschen schöner vom Flakon. Ich stehe also auf diese hellen, schwarz-weißen, simpleren Flakons. Und das neue Flakon von dem Extrême ist eben so ein bisschen dunkler mit grün. Auch nicht schön, aber der klassische gefällt mir optisch auf jeden Fall schon mal besser. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, wenn du zum ersten Mal hier bist, dann herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier dreht sich alles um die wunderschöne Welt der Düfte. Wenn dich das Thema genauso interessiert wie mich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich supportest und meiner Community beitrittst. Schau auch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort mache ich auch Parfum-Content und auch so ein bisschen, was ich sonst so mache und ein bisschen mehr Realtime. Und ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, wie sehr mir das helfen würde, wenn du diesen Kanal abonnierst und wie viel mir das bedeuten würde, weil für dich ist es wirklich nur ein Klick, der kostet nichts, aber für mich supportest du einfach den Kanal, weil das gut für den Algorithmus ist und der Kanal dann natürlich noch mehr Leuten ausgespielt wird und du dann mir dabei hilfst, auf meinem Weg zum Traum, zum Content Creator werden hilfst. Deswegen, ja, würde ich mich da sehr freuen, wenn du da dabei bist. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Vergleich. Ich werde den Duft wie immer reviewen und alles durchgehen, den Verlauf, Preis, Konzept, Duft, Noten und so weiter, Haltbarkeit und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Starten wir direkt mit der First Impression und zwar erstmal mit dem Passoir, den ich hier auf diesem Handgelenk habe und auf diesem Teststreifen. Der Passoir startet süß, fruchtig, aber sehr, sehr weich und sehr, sehr zart. Die Düfte sind auch beide als Düfte für Damen deklariert und ich finde auch, dass es ein sehr femininer Duft ist. Und die Duftnoten, die ich in dem klassischen Passoir wahrnehme, sind eine spritzige Mandarine und vor allem die Quitte, die auch Star of the Show in diesem Duft ist. Also insgesamt sehr weich, fruchtig, süßlich und feminin. Das Extrême hingegen startet eher kühler, nicht ganz so süßlich. Ich finde deutlich mehr Unisex. Und der schwarze Pfeffer, der hier gelistet ist, ist deutlich präsenter und für mich im Opening auch die dominante Note. Die Mandarine, die hier in dem klassischen Passoir ja deutlich präsenter im Opening ist, die nehme ich hier auch wahr, aber eher so im Hintergrund. Von der Farbe finde ich das Extrême besonders im Opening dunkler und fast auch ein bisschen würzig, wohingegen der klassische Passoir im Opening auch gar nicht würzig ist. Im Herzen von dem klassischen Passoir wird es dann noch blumiger, weiterhin süßlich, fruchtig und sehr weich und für mich auch hier dominant quitt und Jasmin. Auch das Extrême empfinde ich im weiteren Verlauf süß, fruchtig, blumig und auch weich, aber im Vergleich deutlich tiefer und dunkler und deswegen auch glamouröser und opulenter und ich finde aber, dass sie sich dann im Herzen noch ähnlicher werden. Also das Opening, da sind sie wirklich sehr unterschiedlich. Da hätte ich gesagt, das sind unterschiedliche Düfte, aber hier nähern sie sich dann immer mehr an und was einfach auffällt, das Extrême, das strahlt einfach wunderschön. Das ist so schön glamourös und nimmt viel mehr den Raum ein als der klassische Passoir. Der klassische Passoir hat eine wunderschöne, weiche, cremige, sanfte, zarte, leicht holzige Basis. Ich schiebe das ein bisschen auf das Kaschmir, was hier gelistet ist. Der hält bei mir ungefähr 7 Stunden, ist aber auch wirklich fast Schluss und der ist eigentlich nur noch hautnah. Und das Extrême, das strahlt auch nach 7 Stunden noch wunderbar, hält aber auf meiner Haut dann über 9 Stunden. Hat eine tolle Sillage, passt auch ein bisschen reifer, aber im Grunde hat es die klassische Passoir-DNA, nur dass die Haltbarkeit und die Sillage deutlich besser ist, weil der nach 7 Stunden auch noch wunderbar strahlt und eben nicht abdriftet in diese auch sehr schöne, eher cremige, kaschmirweiche, holzige Basis, sondern der behält auch noch dieses Blumige mit Jasmin und vor allem auch dieses schöne, fruchtige durch Quitte. Also zumindest schiebe ich das so auf diese Duftnoten.
die da gelistet sind. Von der Performance super. Und wenn du den klassischen Passoire magst, dann solltest du dir den auf jeden Fall anschauen, weil der vom Charakter und von der DNA her sich eigentlich durch den ganzen Duft so durchzieht, dieser Passoire-Charakter, bis vielleicht auf das Opening mit einer super Performance so ein bisschen dichter und glamouröser. Und das ist ja auch perfekt jetzt, wenn es ein bisschen kälter wird, weil so vom Anlass finde ich, ist das hier eher ein Duft, den man super auch am Abend tragen kann. Und den kann man auch gut tragen, wenn es kälter wird. Das ist jetzt kein Kuschelduft, sondern eher so ein Duft zum Ausgehen, finde ich. Und das ist eher so ein Duft, den sehe ich schön im Frühling oder im Sommer oder vielleicht auch so Übergang. Sommer-Herbst hatten wir jetzt aber gerade. Also eher so ein Duft, der schön ist im Frühling, finde ich, der klassische Passoire, weil der einfach so zart feminin ist. Wie gesagt, es sind ja beides Damendüfte. Ich finde beide sehr massentauglich. Ich glaube, wenn dir der eine gefällt, dann wird dir auch der andere gefallen, je nachdem, wie intensiv man es vielleicht auch einfach mag. Wenn man wirklich ein Lover ist, dann kann man, glaube ich, beide gut nebeneinander haben. Den einen im Frühling tragen, den anderen im Winter tragen. Aber ja, ich verrate dann gleich, was jetzt meine erste Wahl wäre. Von der Inspiration geht es bei dem klassischen Passoire um eine Frau, die sich jeden Abend im Büro fertig macht, weil sie keine Zeit mehr hat, nach Hause zu gehen. Sie liebt das Leben und sie trägt Lippenstift aus und geht wie jeden Donnerstag in ein Kabarett, wo sie viele Angebote von Männern hat, die mit ihr gerne tanzen möchten. Aber sie tanzt alleine, aber sie merkt schon, die Männer möchten eigentlich gerne mit ihr tanzen. Und bei einem Mann sagt sie dann auch so, ja, wir können kurz tanzen. Sie erwidert das und dann sagt sie ihm aber, sie muss nach Hause gehen und ihre letzten Worte sind nicht heute Abend, also Passoire. Und ja, das ist die Geschichte von dem Duft. Und das Extra hingegen soll einfach an den geheimnisvollen Vibe und die Sinnlichkeit von Paris erinnern, hat eine hohe Konzentration von 30%, also der klassische Passoire ist ja ein Eau de Parfum. Und das Extra soll süchtig machender, berauschender und gourmandiger sein. Süchtig machender, check, berauschender, check, gourmandiger? Nein, ich finde beide nicht gourmandiger. Klar, sie sind fruchtig und gourmandig heißt ja, man kann es so essen, aber für mich sind gourmandige so diese Leckereien oder so. Und ich finde den sehr blumig, fruchtig und opulent und jetzt nicht gourmandig. Der klassische Passoire liegt bei ungefähr 170 Euro für 100 ml und das Extra liegt ungefähr bei 240 Euro für 100 ml. Ich habe jetzt mal die Preise von der BDK-Website genommen, weil es gibt ja immer irgendwelche Angebote und das lohnt sich auf jeden Fall auch. Aber so konnte ich die Preise am besten miteinander vergleichen. Also ist auf jeden Fall nicht ohne diese 240 Euro, aber wenn man den Passoire mag, finde ich, hat man da einfach mehr von. Und es sind 100 Milliliter und nicht 50. Es gibt auch andere Nischendüfte, die kosten 50 Milliliter, 240 Euro. Es ist viel Geld, aber wenn man Passoire liebt, dann würde ich persönlich zu dem Extra greifen. Auf der anderen Seite finde ich im Frühling eigentlich den klassischen Passoire schöner, weil der noch so ein bisschen zarter und verspielter und zurückhaltender ist und der ist noch ein bisschen reifer und der, finde ich, passt auch noch besser zu dem Konzept. Aber das hier ist auch kein Femme Fatale Duft. Haltbarkeit hatte ich ja schon gesagt und Sillage ist auch deutlich stärker. Also hier würde ich es wirklich so mittelmäßig eher leise bezeichnen und hier ziemlich stark. Also es ist jetzt kein Baccarat Rouge, aber er ist schon stark. Braucht man jetzt beide Düfte? Ich finde, es reicht eigentlich, einen Duft zu haben, weil sie sich ja vom Charakter sehr ähnlich sind. Aber man muss eben einfach für sich selber entscheiden, welche Intensität einem lieber ist. Aber an sich sind sie sich sehr ähnlich und deswegen finde ich eigentlich nicht, dass man beide Düfte braucht, weil man nicht ein Hardcore-BDK-Sammler ist. Ich hoffe, dieser kleinere Review hat dir gefallen. Ich liebe die meisten Düfte von BDK. Ich habe da sehr viele auf meiner Wunschliste. Der Passoire Extra hat jetzt das Passoire abgelöst. Also ich werde mir das Extra kaufen, bevor ich mir den normalen Passoire besorge. Ich werde jetzt öfter auch mal hier und da so ein bisschen kürzere Videos oder Reviews oder Vergleiche wie heute einstreuen. Diese Videos, in denen ich dann immer so 10 Düfte oder so review, dauern einfach immer super lange und ich will noch so ein bisschen regelmäßiger versuchen, Content zu machen und ich finde das eigentlich immer ganz spannend, so zwei Düfte miteinander zu vergleichen, gerade wenn es dann auch, wie in dem Fall jetzt auch darum geht, welchen ich mir dann irgendwann besorge, auch wenn es noch einen anderen Duft gibt vom BDK, der noch mehr auf meiner Wunschliste steht als das Passoire Extra, was ja jetzt auf meiner Wunschliste steht. Also kommentier doch mal, du hast den Duft sicherlich schon probiert, welcher Duft dir von beiden besser gefällt oder was deine generelle Meinung zu BDK ist oder ansonsten auch Kritik, Wünsche, Feedback, was auch immer. Ich freue mich ganz, ganz doll. Danke für die ganzen lieben Kommentare. Ich bin immer noch total hinterher, aber ich freue mich so sehr immer darüber. Es ist wirklich, wenn es mir nicht gut geht und ich meine Kommentare lese, dann geht es mir immer gut und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar. Und ja, hab einen schönen Tag oder Abend, wann immer du dieses Video schaust und bis zum nächsten Mal.